Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Was? Ein neues Let's Play? Du hast doch die anderen Spiele doch gar nicht zu Ende gespielt. Was soll das? Du hast doch Dark Souls 3 noch nicht durch. Ich habe Dark Souls 3 noch nicht durch. Ich habe Castlevania noch nicht durch. Ich habe Up und Up noch nicht durch. Ich sollte eigentlich Minecraft Leben bringen. Minecraft Winterleben Discovered habe ich auch noch nicht aufgenommen. Und ich bringe ein neues Let's Play. Warum? Weil ich's kann. Und das Coole an diesem Let's Play ist, es ist live. Und in Farbe. Ja. Falls die Musik zu laut ist, hier sind eh keine Optionen. Habe ich überhaupt gesagt, was ich Let's Play? Skyrim Special Edition, ist ja klar. Ich streame das gleichzeitig. Wer meinen Twitch-Kanal will, ist unten in der Videobeschreibung und auch immer in meiner Kanalbeschreibung vorhanden. Und ich streame das einfach aus dem Grund, weil das Spiel ist verdammt lang. Ich weiß auch nicht, ob ich so ein Let's Play werde. Also das ist jetzt kein Let's Play-Versprechen, dass das Spiel jetzt ewig gehen wird. Ich hoffe es aber, weil Skyrim ist eins meiner Lieblingsspiele. Und ich würde dann sagen, bevor ich hier weiterlabere, starte ich ein neues Spiel. Ach, Alduin. Und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruderzwist zum Kriege führt. Alduin, Königsgeißel, wird befreit. Schatten der Vergangenheit so... Um deinen Zauber wirken zu können, benötigst du Magika. Okay. Die Ladezeiten sind ein bisschen geringer. Bethesda Game Studios. Presents. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ich habe kein Mischpult, also muss ich meine Stimme verstellen, um episch zu klingen, und ich glaube, das stimmt total scheiße. Ach, das ist wie kaltes Wasser auf einer heißen Wunde. Und es sieht genauso aus wie das alte. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester. Erstmal so kurz mal zwischendurch. Erstens, ich werde die Rasse Nord spielen. Und zweitens, was ganz wichtig. Nein. Anzeige. Dialoguntertitel, sonstige Untertitel. Perfekt. So. Du bist hier gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Wir da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Heil Ulfric! Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Hohenstadt. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir.
Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus. Sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Ich liebe diesen Anfang. Ich kann nicht. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Sovngarde, Menschen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Was? Ich? Ich bin nur so ein Durchreisender. Niemand. Niemand Besonderes. Ja, Leute. Hallo? Jetzt kann ich endlich reden. Die Grafik ist nicht sonderlich viel besser als Skyrim. Also, mein Skyrim sah besser aus, wenn ich ehrlich bin. Mit den ganzen Mods. Also, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Aber ja, es ist ja ein guter Grund, um wieder mit Skyrim anzufangen. Und die Frage ist natürlich, wen spielen wir? Die Argonia, die als Reptilwesen natürlich optimal an das Sumpfgebiet angepasst sind und einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten besitzen und sogar unter Wasser atmen können. Oder die Bretonen, die einen schnellen und scharfsinnigen Verstand besitzen und sich darum auch der hohen Zauberkunst widmen. Oder vielleicht die Dunkelelfen, die in Morrowind beheimatet sind und auch Dunmer genannt werden. Sie verfügen über bemerkenswerte Schleich und große magische Kräfte. Natürlich haben sie auch einen Widerstand gegen Feuer und mit ihrer Kraft Zorn der Ahnen können sie sich sogar selbst mit Feuer umgeben. Die Hochelfen, die sind wiederum in den Somerset-Inseln beheimatet. Sie sind unter dem Namen Altmer bekannt. Sie sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten und stehen den Dunkelelfen in nichts nach. Sie benutzen die Kraft der Hochgeborenen, um schneller Magiker zu regenerieren, um schneller ihre Zauber wirken zu können. Die Kaiserlichen stehen uns gerade am Schafott gegenüber. Bei ihnen handelt es sich um die Einwohner von Cyrodiil, die eine sehr geschickte Diplomatie aufweisen und auch sehr gute Händler sind. Genau deswegen sind sie immer dort, wo Gold zu finden ist, auch anwesend. Aber davon lässt man sich nicht täuschen, denn in der Kampfkunst und der Magie sind sie auch sehr geschickt. Die Khajiit hingegen sind eher ein Handelsvolk. Sie sind intelligent, schnell und sie sind noch dazu ausgezeichnete Diebe. Schließlich muss man irgendwo die Ware herbekommen. Natürlich bewegen sie sich auch von Natur aus schon heimlich. Das kommt Hand in Hand, so wie man es halt auch von Katzen gewohnt ist. Die Khajiits können in der Dunkelheit sehen und können auch ohne Waffen einem gut zusetzen. Die Nord hingegen sind schon eine etwas gröbere Variante eines Volks. Sie sind groß und blond. Dafür, dass sie eher weniger an Intelligenz beweisen, sind sie dafür stark und zäh.
Sie sind die ursprünglichen Einwohner von Himmelrand, bevor die Kaiserlichen mit den Elfen zusammen, ich weiß leider nicht mehr, ob Dunkelelfen oder Hochelfen, Skyrim einnahmen. Natürlich gehorchen sie auch dem einzig wahren Gott, dessen Namen ich leider nicht erwähnen darf, da hier ein Kaiserlicher in der Nähe ist, aber ja. Ihre Zähigkeit äußert sich vor allem in einer Kälteunempfindlichkeit und sie haben ein sehr gutes Kriegstalent. Mit ihrem Kampfschrei schlagen sie sogar ihre Gegner in die Flucht. Der Ork hingegen ist, ja, ein Nord des etwas brutaleren, beseiteten Menschen, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Als Bewohner der Wrothgarianischen und Drachenschwanzberge sind die Orks vor allem für ihre Schmieden bekannt. Denn nicht nur Zwerge, auch Orks können schmieden. Es gibt Gerüchte, dass sie die Methodiken und Techniken der Zwerge übernommen haben, nachdem diese in den Ruinen ausgestorben sind und von ihnen nur noch ihre mechanischen Getriebe da übrig geblieben sind. Ork-Truppen tragen natürlich auch dementsprechend schwere Rüstungen, weil sie die besten Kämpfer des Kaiserreichs darstellen und müssen darum auch gut geschützt sein. Und wenn sie erstmal ihren Blutrausch aktivieren, kann sie niemand mehr stoppen. Die Rotwardone, die sind sehr, sehr gute Krieger und stammen aus Hammerfell. Die Rotwardonen sind ein sehr verbreitetes Volk und darum auch sehr zäh, weil sie in verschiedenen Gebieten klarkommen. Und dementsprechend besitzen sie auch einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Wenn sie ihren Adrenalinschub einsetzen, möchte man ihnen lieber nicht zu nahe kommen. Die Waldelfen hingegen sind wohl das Außenseitervolk, wie man es so schön nennt. Sie stammen von Volksstämmen aus den Wäldern des westlichen Wallenwalds ab und man nennt sie auch Bosmer. Sie sind gute Kundschafter und Diebe. Und natürlich auch perfekte Schützen. Also wenn man mit dem Bogen unterwegs ist, gibt es niemand besseren als den Waldelfen als Begleiter. Sie sind genauso wie die Rotwardonen resistent gegen Gift und Krankheiten, aber sie sind eher weniger auf den Kampf ausgelegt, als eher auf die Verbundenheit mit ihrer Natur, trotz der Bugs ihres Kopfes, also der Clipping-Bugs hier, Special Edition. Mit ihrer Macht Tier beherrschen, können sie dafür sorgen, dass sie sehr schnell sehr starke Begleiter bekommen. Da ich aber leider mit russischen Wurzeln eine bestimmte Beziehung zu den Nords habe, spiele ich den Nord. Tut mir leid, Leute. Und die Klasse, dafür werden mich viele umbringen. Ich bin Assassine. Ich bin nordische Assassine. Aber um wenigstens ein bisschen Abwechslung zu schaffen, spielen wir eine edle Dame. Und mit edel meine ich, an welcher Vorgabe orientieren wir uns? Die hier war eigentlich ganz gut. Ich glaube, die Hautfarbe. Nee, eine Nordin, die kommt aus dem Norden, da gibt es wenig Sonne, muss blass sein. Gewicht. Etwas stämmiger. Also, ganz ehrlich, wenn das schon das Höchste bei Gewicht ist, bin ich sehr enttäuscht. Sie soll etwas zarter sein. Sie ist zwar eine nordische Kriegerin, aber gleichzeitig ist sie auch bekannt für ihr Geschick und vor allem für ihre Fingerfertigkeit. Und wer jetzt Falsches denkt, ist selbst schuld. Gesichtsfarbe. Natürlich muss sie die anderen Leute umgarnen können. Sie muss ihnen zeigen, dass sie etwas Besonderes sind, nur um heimlich sie über den Tisch ziehen zu können. Aber sie ist natürlich auch keine Dame, wie man es vielleicht vermuten kann, und besitzt ein bisschen Dreck im Gesicht. Abwechslung schaffen, du willst bloß einen Arsch zum Draufklotzen haben. Ach, Speedy, zerstör nicht meine emotionale und atmosphärische Spielweise. Der Schmutz, welche Farbe er besitzt, erkenne ich eh nicht. Narben. Unsere Dame trägt keine Narben, denn schließlich ist sie ein Profi.
Kriegsbemalung braucht sie auch keine. Das würde nur verraten, was sie im Schilde führt. Und natürlich haben die dann auch keine Bemalung. Die Nase ist eine etwas zärtlichere Variante. Zierlichere, nicht zärtlichere. So, ein kleines Stupsnäschen. Und natürlich auch ein wenig breiten Kiefer. Sie soll ja ein längliches Gesicht haben. Kiefervorstand. Wo kann ich das sehen? So. Die Wangenknochen interessieren mich ja weniger. Lachfalten. Sie lacht nicht. Unsere Wangenfarbe ist ganz hell. Die Nase ist mir ein bisschen zu groß. So, die Nase gefällt mir mehr. Dann das Kinn. Kann ich das Kinn noch ein bisschen ändern? Das Kinn gefällt mir nicht. Ist es vielleicht mit Kiefer? Gibt es hier vielleicht eine Einstellung fürs Kinn? Weil das Kinn ist mir ein bisschen... Es steht mir ein bisschen zu weit ab. Über die Wangenknochen? Nee, oder? Die Wangenknochen entscheide ich ja nur das da oben. Ich kann mein Kinn nicht ändern. Naja. Stirnfarbe. Nee. Vielleicht beim Kopf. Ich will Kopf. Danke. Nee. Gesicht, Augen. Die Augen gefallen mir eigentlich. Dieses kalte Blau. Ja, Augen sind gut. Nur der Lidstrich. Unsere Dame ist natürlich in der Lage, Leute zu umgarnen und muss dementsprechend auch Make-up tragen. Sie ist zwar eine natürliche Schönheit, aber... Nein, Luke, du kriegst kein Geld, damit du online bleibst. Sie ist zwar eine natürliche Schönheit, aber ein bisschen Akzente setzen kann jede Dame mal. Die Augenbrauen sind zart und schön, wie es sich für eine Lady gebührt. Für eine scheinheilige Lady, wenn man das bitte so sagen darf. Der Mund muss natürlich auch klein und zart sein. Und da können wir das Kinn ändern. So, das Kinn soll weniger hervorstehen und kürzer sein. So. Das ist schon eher, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und die Lippen müssen natürlich zum Küssen einladend sein. Und niemand sagt, dass der Lippenstift nicht mit Gift versehen wurde. Die Haare fand ich eigentlich ganz schön so. Aber offen hat auch was. Ich glaube, ich bleibe bei offen. Haarfarbe. Ein schönes Blond ist ja beliebt. Und ich würde sagen... Ich gehe ins Team offline. So. Und ich würde sagen, unsere Dame ist erledigt. Und... erledigt, genau. Und ich nenne sie... Nein. Ganz den alten Legenden von Ritter Arthur entsprechend nenne ich sie Morgana. Wer die Legenden von Ritter Arthur kennt, weiß, was Morgana bedeutet. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens stirbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener.
mit Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, natürlich ist es nichts. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiser. Hätte er sich doch nicht so beeilt. Hätte er das nur nicht getan. Kaiserlichen Dreckskerle! Dafür werdet ihr büßen. Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ich werde mich rächen. Ihr seid dran. Und wenn es mein Leben kostet. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Wen nennst du hier einen zerlumpten Nord? Du Bitch. Ich bin eine Frau, ich darf das sagen. Und mein Kollege wird einfach weggetreten. So, wie es sich gehört. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was ich sag's dir doch, es wird Rache geben. Ob durch mich oder durch Alduin, ist egal. Ich kann nur sagen, am Ende bin ich die Person, die auf dem Thron sitzt. Brauchst du uns nicht sagen. Ich bin eine Stammesschwester. Arschloch. So. Ding. Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Ja, ich beeil mich ja schon. Mein Gott. Er tut ja fast so, als würde die Welt so hoch. Hey, Alduin. Auf deiner Seite. Ah. Er hat uns seinen Weg geebnet. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Ja klar, kaum ist es für euch von Vorteil, ist Ladies First an der Reihe. Ach, mein Gott. Wenn die Männer sich nicht trauen, müssen die Frauen dran. Frauen sind ja eh immer das starke Geschlecht gewesen. Aus dem Weg! Nein, ihr Feigling. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden. Was denn jetzt passiert? Ja. Wir sind eine Frau des Krieges. Uns stört kein Dreck. Egal ob Sturmmantel oder Kaiserlicher, ein gefallener Mann ist immer ein Grund der Trauer. Die naiven Idioten, das ist der Weltenfresser. Glaubt ihr, eure dämlichen Feuerbälle könnt irgendwas an ihm anrichten?
Versteckt euch doch. Ihr habt keine Chance. So, und im Chat ist eine wutentbrannte Diskussion entfacht worden, ob denn die Kaiserlichen oder die Sturmmäntel ja, toll sind. Ich wähle Sturmmäntel. Und ich, meine Meinung zu dem ganzen Rassismus, Beschuldigungen, der Gewinner schreibt die Geschichte. Und der Gewinner erzählt die Seiten. Wir sehen uns dann in Sovngarde. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, löst sie doch endlich. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Ruhe und Frieden, Gunja. Aber Moment. Oh Gott. Na schön. Legt die Rüstung. Ich bin viel zu jung, um das zu sehen. Ich lese gerade den Chat. So, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich versuche das alles so ein bisschen Roleplay-mäßig zu halten. Ich hoffe, es entspricht euren Genügen. Also, ich werde halt es so halb Roleplay, halb Let's Play machen. Ich wollte das immer schon mal ausprobieren und mir gefällt es eigentlich. Und wenn was euch jetzt nicht gefällt, kann ich ja anfangen, normal zu reden. Aber wenn ihr Roleplay mögt, sagt das mir unbedingt, weil das würde für mich bedeuten, ich werde sehr, sehr viel mehr Roleplay machen auf meinem Kanal. Also, dass ich halt wirklich wie der Charakter denke, wie der Charakter spreche, sowas halt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt anfange, total so zu reden, als gäbe es euch nicht. Also ich werde euch immer noch begrüßen, also bei Skyrim jetzt nicht, das muss ich sagen. Weil das ist ein Livestream, ich werde das einfach in passende Parts cutten und ich weiß nicht, wie ich das cutte. Darum, Entschuldigung, kann ich nicht genau sagen. Aber ja, so viel dazu und ich würde dann halt jetzt weitermachen mit dem Roleplay. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Du solltest erstmal bessere Kleidung für mich finden. Versuchen wir es mal beim Tor. Ah, eine grobe Axt. Was erwartet man auch von diesen Männern? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Entdeckung ist mein zweiter Spitzname. Wie beugst du dich denn, du Anfänger?